herzlich willkommen zum Trainingstuesday aus Südafrika. Heute geht es ums Chippen, und zwar ums Chippen von diesen Gräsern, die wir hier unten haben, die ihr auch in Spanien habt. So Bermuda-Gras, und das Gras ist immer höher. Der Ball liegt hier meistens wie aufgetiet. Wenn ich jetzt meinen Finger mal so reinstecke, seht ihr, habe ich den Ball so viel höher liegen als jetzt auf ganz normalem Gras. Würdet ihr jetzt hier diese Veränderungen nicht machen, hättet ihr Probleme, den Ball zu spielen. Ich greife jetzt mal meinen Griff ganz normal und spiele den Chip, und ihr müsstet dann merken, dass ich zu viel Bodenkontakt habe und im Gras hängen bleibe. Und hier wäre es jetzt wichtig, dass ihr einfach dieses Stück kürzer greift. Also wenn ich jetzt zum Ball gehe, ich greife meinen Schläger dieses Stück kürzer, nehme meine ganz normale Ansprechposition ein und spiele nun meine Chipbewegung, habe dadurch einen verdammt guten Ballkontakt und kann den Ball ganz normal als Chip spielen. Also die einzige Korrektur, die ihr hier bei diesen Gräsern machen müsst, ist, dass ihr einfach den Schläger so viel kürzer greift, wie der Ball jetzt hier oben auflegt. Also ich greife den Schläger wieder dieses Stück kürzer, ich nehme eine normale Ansprechposition ein und spiele dann den Chip und habe somit einen sehr, sehr guten Ballkontakt. Das zeige ich euch nur noch mal aus der anderen Perspektive. So, und das Ganze nochmal aus dieser Perspektive. Ich gehe jetzt hier nochmal mit meinem Finger hin und ihr seht, wie tief ich hier reinkomme. Das heißt, ich bin wieder so ein Stück tiefer, als der Ball liegt. Also greife ich auch dieses Stück am Schläger tiefer, nehme meine normale Ansprechposition ein und spiele eine lockere Chipbewegung. Das Ganze dann nochmal. Also ein bisschen kürzer wieder greifen, ganz normale Chipbewegung spielen. Ihr rasiert dann so ein bisschen das Gras und ihr seht dann, wie der Ball viel, viel leichter von diesem Gras weggeht, als wenn ihr ihn lang greift. Also dieses Stück, wie der Ball oben auflegt, müsst ihr kürzer greifen. Es gibt hier jetzt auch noch Stellen, die sind deutlich höher als das. Somit müsste ich dann noch kürzer greifen, um nicht zu tief in das Gras zu kommen, um hängen zu bleiben. Also, wenn ihr solche Gräser spielt, immer darauf achten, auch bei euren langen Schlägen, immer wieder darauf achten. Selbst die Fairways sind teilweise so hoch, dass ihr immer etwas kürzer greifen müsst, um einen guten Ballkontakt zu bekommen. Also viel Spaß beim Üben, liebe Grüße aus Südafrika und bis bald, euer Matthias.